Und 2000, zur Jahreswende, kam dann Horst Klemm und gesagt, wir machen eine riesengroße Show in Berlin, ob wir da nicht Lust hätten, da mitzutanzen. Und ja, dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, nee, dann kannst du auch gleich den Damen so ein bisschen beim Laufen helfen, ein bisschen mehr Choreografien machen. Ja, und da bin ich mit Hilfe von anderen Kollegen, die ja schon jahrelang gemacht haben, da reingewachsen. Und seitdem bin ich dabei und feiere dieses Jahr mein 14. Jubiläum. Ich glaube, manchmal ist es interessanter, mit Damen zu arbeiten, die eigentlich keine Erfahrung haben, die da relativ unbefleckt reinkommen, weil die kann man gut erziehen. Aber es ist immer für mich auch manchmal selbst verwunderlich, wenn ich dann die Damen am Samstagabend nach 3 Wochen auf der Bühne sehe, was aus vielen geworden ist. Das ist Wahnsinn, also wie schnell die das aufnehmen und wie hart die auch dafür gearbeitet haben. Ich war ja letztes Jahr eben auf der Bühne und habe eben mitgeprobt und da habe ich immer die unten saßen, habe ich immer so beneidet, weil ich hatte natürlich Fußschmerzen, weil ich die ganze Zeit in hohen Schuhen trainieren musste und die da unten saßen, konnten uns einfach zuschauen und jetzt bin ich mal auf der anderen Seite und das macht auch Spaß. So kann ich mir meine Favoriten nochmal genauer angucken und alles noch ein bisschen beobachten. Ich gebe nur die Krone weiter, ich bin noch nicht in der Jury. Ich habe gesagt, ich gucke mir das lieber von außen an, weil ich weiß nicht, ich kenne auch manche Mädchen halt persönlich und dann ist es natürlich schwer, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Letzten, wenn dieser Jingle anfängt, bin ich nervös. Da kann mich auch keiner mehr ansprechen. Da gehe ich dann meistens wirklich direkt hinter die Bühne und schicke dann die Damen raus und dann renne ich nach vorn, gucke es mir von vorn an. Und dann habe ich aber ein Gespür dafür, ob es läuft oder nicht läuft. Und es ist immer so. Also ich meine, ob das nun Laien oder Profis sind, an dem Abend ist man 110%ig dabei. Und es ist toi, toi, toi. Es hat bis jetzt immer geklappt.